Gleichrecht für alle und auf Dauer. Um Europa keine Mauer. Ein Recht für alle und auf Dauer. Es folgt ein Redebeitrag der Blockupy-Plattform. Hallo, wir befinden uns jetzt hier ganz nah in Sichtweite zum Haus der deutschen Wirtschaft. Hier können wir den Bundesverband der deutschen Industrie, die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber und die deutsche Industrie- und Handelskammer. Das sind die Speerspitzen der deutschen Kapitalvertretungen. BDI und BDA haben in der Krise eine wichtige Rolle gespielt. Sie waren es, die die Kürzungspolitik und Maßnahmen der Economic Governments wie den Fiskalpakt mit vorangetrieben haben. Sie waren es, die mit ihrer Lobbypolitik und Politikberatung ein Europa des Kapitals aufbauen. Das haben wir auch am Donnerstag in Brüssel gesehen. Wir haben uns dort versammelt, um den European Business Summit zu blockieren, den wichtigsten Wirtschafts- und Lobbygipfel in Europa. Dort war unter anderem EU-Handelskommissar de Gucht mit seinen Wirtschaftskumpeln am Start, um das Freihandelsabkommen TTIP und alle übrig gebliebenen Bestimmungen, die es noch gibt, um uns vor Konzernwillkür zu schützen, abzuschaffen. Von den Toren dieses Wirtschaftsgipfels gab es für unseren Protest nur Wasserwerfer. Über 200 Festnahmen zeugen davon, dass die Demokratie in diesem Europa der Polizei mit Füßen getreten wird. Das Bild, das wir am Donnerstag in Brüssel gesehen haben, kennen wir schon. Wir kennen es aus Athen, Madrid, Istanbul und Frankfurt. Und wir werden ihm noch viele Male begegnen. Drinnen sind all die, die das neoliberale Spiel vorantreiben. Und draußen wir und alle anderen. Das ist ihr Europa. Ein Europa der Polizei, der Eliten, des Grenzens und des Kapitals. Wir wissen, dass es ein gutes Leben für alle in Europa und weltweit nur geben kann, wenn wir dieses Europa bekämpfen. Wenn wir von Europa sprechen, sprechen wir über unsere Bewegungen, über das Europa der Plätze, der Solidarnetzwerke, Initiativen und Gesundheitskliniken. Denn dieses Europa findet bereits statt. Und darin teilen wir unsere Erfahrungen gemeinsamer Kämpfe und Bewegungen und Begegnungen. Wir zeigen den Kapitalisten und dem BDA und dem BDI, was wir von ihrer Lobbypolitik halten. Wir sagen Nein zu lieben Europa der Konzerne. Aufgebaut. Mit diesem Netzwerk haben wir eine gute Grundlage, unsere Kämpfe auszuweiten. Und das werden wir auch tun.
Am 11. Juli veranstaltet die EU einen Gipfel gegen Jugendarbeitslosigkeit in Turin. Bei dem dramatischen Anstieg von Jugendarbeitslosigkeit, gerade im Süden, mit über 40% in Italien und über 60% in Griechenland, ist das blanker Hohn. In Turin werden wir Ihnen zeigen, was wir von Ihrer Sparpolitik halten. Über unsere Zukunft bestimmen wir. Und im Herbst wollen die Herrschenden Europas ein weiteres Fest bei der Eröffnung des neuen EZB-Turms feiern. Auch dort werden wir sein, gemeinsam und entschlossen, um gegen ihr Europa des Kapitals und der Ausgrenzung zu kämpfen. Gegen den Zynismus der Macht, für den Griechenland, Lampedusa und Soma nur Kollateralschäden sind. Die Party wird abgesagt. Spannt die Schirme auf, Leute. Blockupy! Schöner aus. Erinnert mich irgendwie an ein Blockupy-Plakat.